Hallo Leute, herzlich willkommen auf Nando Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Minecraft auf blogbande.de. Und in der letzten Folge haben wir ja schon ein paar Dinge gemacht. Ich habe das ganze Video mir gerade schon mal aufgenommen, allerdings ohne Sound. Man kennt ihn. Ich bin heute schon sehr lange wach, also. Bitte nichts sagen, ja. So, eigentlich wollte ich, also ich hatte das Video gerade schon fertig. Ich gucke, mein Mikrofon geht nicht. Und dann sehe ich, oh, mein Mikrofon war nicht an. So, ich drehe es einfach nochmal. So, was ich auf jeden Fall gesagt habe, ist, ich habe eine Vault-Kiste schon mal geöffnet. Und ich habe Sand, also mit Sand Geld gefarmt. Ich habe jetzt auch nur noch 11.000, hatte davor 20.000. Und genau. Das wollte ich sagen. So einen Sand kann man nicht mehr verkaufen. Was sehr schade ist. Denn das war tatsächlich meine Geldquelle, die wir jetzt nicht mehr haben. So. Okay, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich baue mich hier einfach mit dem Sand und so was hoch. Hier mit Keys. So, ich muss mal auch kurz gucken, ob wir in Slash Home Sand irgendwas noch haben oder ob ich jetzt sterbe. Nee, tue ich nicht. Oh, mein Wolf. Gibt's hier Keys? Ja, da gibt's Keys. Okay, hier kann man Keys verkaufen. Also, ich hätte tatsächlich noch sehr viel Sand hier, ne? Und hier war auch irgendwie noch niemand. Also, Sand, habe ich noch sehr, sehr viel. Was tatsächlich noch ein bisschen kritisch wird, ist Kies tatsächlich. Kies zu farmen. Das ist tatsächlich ein bisschen kacke. Aber ja, also das wird, glaube ich, ein bisschen blöd, aber sonst passt es so. Wir bauen jetzt hier erstmal kurz die Bäume ab, würde ich sagen. So. Zack. Dann muss man hier kurz gucken, wie ich jetzt hier hochkomme. So. Die Axt ist auch gleich kaputt, wie ich sehe. Aber warum wächst denn das Holz so komisch hier? Bei den blöden Bäumen. Das ist ein bisschen kacke. So. Aber macht nichts. Ey, jetzt ist hier alles weg. So. Habe ich noch Rohstein in meinem Inventar, ja. Perfekt. Ich glaube, wir müssen tatsächlich auch noch später irgendwas farmen gehen. Aber macht ja nichts. Oh, ich bin wieder runtergefallen. Let's go. Mann. So. Okay, wir bauen hier mal einfach kurz selber alles ab. So, da. Ah, ich habe perfekt, hab ich direkt da drunter gebaut. So, ich glaube, ich müsste jetzt ja auch alles haben. Drei Äpfel auch schon wieder, ne? So. Bauen wir das ja immer noch mal kurz ab. Bitte schnell. So. Okay.
Ich würde sagen, wir machen mal noch mal kurz Plot Auto. Plot, du kannst. Hallo, du kannst keine weiteren Plots haben. Du kannst Plots-Upgrades aus deiner Ki aus Kisten gewinnen oder durch das, durch das Kaufen eines Rangens erhalten. Ah, man kann also nur ein Plot besitzen. Das ist doch Kacke. Also sehr viele Nachteile hat dieser Server schon. Ne? Dann finde ich andere CityBuild-Server auf jeden Fall besser. Weil, ja, das ist irgendwie nicht so geil. Aber egal. So. Langsam verschwindet alles, das ist ja schon mal gut. Schon wieder ein Stack Holz, ey. Werden irgendwann reich mit dem Holz. So, Samen. Setzlinge, Zuckerrohr, Leder, Pfeil und weiße Wolle. Die brauchen wir eigentlich nicht. So. Überleg gerade vielleicht irgendwas mal hier zu bauen, so unten drunter irgendwo. Besteht das ganze Ding nur aus Dirt oder was? Oh, Mist, ey. Haben wir hier echt kein Bedrock mehr? Bedrock sage ich schon. Nein. Gut, dann gehen wir mal kurz in die Plot, in die Farmwelt. Und holen uns dort einmal Stein, denn das brauchen wir nämlich. Das Überleben ist wichtig. So. Gut, da hat sich tatsächlich auch ganz schnell das hier geändert. Ich weiß echt nicht, was ich gerade machen soll. Ich mache dann einfach eine Holzschaufel, ehrlich gesagt. Oh, ich will schon wieder in den Ofen reingehen. Geht das dann ein bisschen schneller oder was? Ja, doch. Guck mal kurz, ob das hier irgendwann mal Stein wird. Hier wird's Stein, okay. Wir höhlen jetzt einfach das ganze Plot einfach mal aus, würde ich sagen. Das wird definitiv lange dauern. So, jetzt frage ich mich gerade, ob man das hier weiterbauen kann. Ja, tatsächlich schon. Gut. Okay. Ist jetzt nur die Frage, wie wir das tatsächlich machen mit dem. Also ich will ja hier praktisch wieder so ein Lager machen, wie auch bei Tverion. Wie wir das dann machen tatsächlich. Frage ist jetzt, ich muss ja erstmal kurz wieder hoch. So. Ich nehme mir mal hier kurz das hier mit. Ich würde sagen, ich packe hier noch ein Stack rein. So. Dann die Werkbank auch einmal mit. So. Perfekt. Okay, so, weiter geht's. So, weil genau dann geht das hier nämlich nicht mehr so schnell kaputt. Ah, wir haben doch jetzt hier wieder einen Bruchstein. Jetzt können wir hier wieder eine Steinschaufel machen. Was natürlich geiler wäre, ist, wenn man jetzt hier so ein Effizienz-Dingsbums hätte. Aber habe ich nicht. So. Wir werden hier auf jeden Fall erstmal alles aushöhlen,
bis wir hier wieder auf den Stein sind. Also hier von da oben bis auf den Stein. Und dann würde ich mal gucken. Mal Slash-Rand. Kann man das hier freigeschaltet? Freigeschaltet, 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 freigeschaltet. Premium Ultra Supreme, okay. Pro-Einkistenränder. Paulberger-Ränder, okay. Gut, ich habe jetzt hier diese Quarz-Dinger genommen. So. Platz. So. Frag mich, wo ich das Eisen dann überall hinpacken soll. Dirt überall hinpacken soll. Also ich frage mich, wie ich das Lager machen soll tatsächlich, ne? Fällt gerade ein. Ich glaube, ich mache lieber erstmal hier oben weiter. Weil ich sonst nicht mehr rund. Also ich komme ja sonst nicht mehr hoch, deswegen. So. Sag mir nicht, ich hab die. Jetzt habe ich die Bergbank unten gelassen. Oh. Okay, Leute, aber ich würde auch erstmal sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert natürlich die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt jetzt noch einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute, euer Sando. Ciao.